Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänkuster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere dir heute The Purple Fairy aus dem Steam Workshop. Download Link findest du natürlich in meiner Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze vom guten Matt, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter vorhanden sind und wurde am 29. Juni 2018 hochgeladen. So, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar präsentiere ich jetzt gerade eine Bahn von einem Erbauer, wo ich die Bahn schon gestern präsentiert habe. Also nicht dieselbe Bahn, sondern vom gleichen Erbauer. Gestern, die Bahn war auch vom Matt. Und normalerweise präsentiere ich ja immer von zwei unterschiedlichen Erbauern. Aber ich möchte nochmal kurz betonen, dass ich nicht auf die Erbauer achte, sondern eher auf die Screenshots. Also ich orientiere mich ausschließlich immer an den Screenshots. Die Erbauer sehe ich immer erst, sobald ich dir vorlese. Und ist halt jetzt blöd gelaufen, aber ich denke mal, das, was wir jetzt sehen werden, wird uns dafür entschädigen. Weil ich habe die Screenshots schon gesehen und es sieht einfach phänomenal aus. Und ich habe mich für diese Bahn entschieden, weil die so ein bisschen ähnlich war wie die von gestern, vom Baustil her, so in Steine reingedrückte Häuser und so weiter und so fort. Das werden wir uns gleich angucken. Ich hatte ja zwei, drei Screenshots schon gesehen. Und da dachte ich mir, ja gut, das passt dann zu diesem Wochenende, dann nehme ich die einfach mal. Und ja gut, dass das derselbe Bauer ist, ist jetzt halt passiert. Okay. Aber wir wollen ja eh die Bahn bewerten und nicht den Erbauer. So, das heißt, wir gucken uns das ganze Ding einmal an und ich bin heilfroh. Ich dachte erst, das wäre ein Blueprint, also für alle die, die jetzt neu dabei sind. Ich weiß, die alten Hasen können es nicht mehr hören, aber für die neuen. Blueprints, da wird kein Terraforming und keine Wege gespeichert. Und ich bin heilfroh, dass das wirklich als Park gespeichert wurde, weil ich hatte Screenshots gesehen, zwei, drei Stück, wie gesagt. Und ich war schon ganze Zeit drauf und dran. Ja gut, da ist Wasser. Soll ich dann wirklich Terraforming betreiben? Ja oder nein? Normalerweise machst du das ja nicht. Und dann hatte ich das in meiner Speicherdatei gesehen und sehe, oh, es ist als Park gespeichert. Und da bin ich heilfroh drum, wirklich. Also Gott sei Dank. Sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal alles an. So, wir haben hier The Purple Fairy. Und dann haben wir hier so einen überdachten Weg. Finde ich sehr geil. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Gefällt mir richtig gut. Wie dann der Eingang hier so ein bisschen länger gezogen wurde und dann halt so überdacht. Das sieht, erinnert mich so ein bisschen an Europa-Park, wo dann hier so eine Rolltreppe ist, wo du dann von dem Parkplatz zum Park gebracht wirst. Finde ich sehr gut, diesen Gedanken hier. Finde ich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein drehendes Rad. Das finde ich auch sehr nice. Am Eingang hängt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ja. Dann haben wir hier... ja, da weiß man mal, was man auch alles im Planet Coaster lernen muss und wie man gut bauen kann. Also das sieht richtig gut aus, gefällt mir schon alles sehr, sehr gut. Die ganzen kleinen Details hier, wie beispielsweise die Fässer, dann hier so ein, ja, so ein Ladekran. Dann hast du hier wieder Häuser, die dann überall mit diesen, normalerweise sind die Ranken ja grün, die sind dann alle in lila gefärbt worden. Ne? The Purple, klar, das Lila. Ne? Dann haben wir hier Häuser, die direkt über dem Wasser sind. Ich hoffe, es werden nicht zu viele Toilettenspülungen auf einmal auf dieser Insel betätigt, weil sonst steigt ja der Seestand oder Meeresstand, Seestand, ich glaube, das ist hier eher so ein See, ne? Ja, ist eher ein See. Der Seestand und dann steigt natürlich der Seestand und dann haben die, ja, auf jeden Fall brauchen die dann nicht mehr die Fenster putzen, ist ja klar. So, dann haben wir hier eine Leiter. Hier haben wir ein Boot. Wie anders kommst du nämlich auch sonst zum Haus, ist ja klar. Boah, das sieht so geil aus. Also du hast so viele Details hier, dass du gar nicht weißt, wo du überall gucken sollst. Das ist so, puh, das ist aber leicht hypnosemäßig hier, ne? Krass. Was ist das denn? Ich klicke ja nicht drauf. Ich versuche ja mal selber rauszufinden, was das sein könnte. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, was das ist. Was ist das denn? Sind das Zahnräder? Ich glaube, das sind jede Menge Zahnräder nebeneinander und übereinander gereiht, die dann diese komische optische Illusion erzeugen, die mich gerade voll in Trance versetzen. Krass. Dann haben wir hier natürlich noch ein Schild. The Purple Fairy. Leicht schräg, finde ich aber jetzt nicht schlimm. Passt zu dem ganzen Baustil hier. Und alles in lila gehalten hier natürlich. Wäre natürlich The Orange Fairy, wäre natürlich nochmal ein größerer Pluspunkt gewesen. Also The Orange Fairy hätte ich richtig gefeiert. The Purple Fairy geht auch noch in Ordnung. Ist auch noch akzeptabel, ne? Aber nächstes Mal bitte The Orange Fairy. So, dann haben wir hier noch, was soll das denn darstellen? Ist das ein Wetterballon?
keine Ahnung, Deko. Also wenn man nicht weiß, was ist, ist immer Deko. Immer. Immer. Egal, was ist, du weißt nicht, was ist, es ist Deko oder Kunst. Eins von beiden, Deko oder Kunst. Die Hauptaussage der Frauen. Dann haben wir hier eine Kochstelle, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Boah, so viele Häuser, so die ineinander verschachtelt sind, dann die wieder ins Gebirge reingehen, dann an der Achterbahn vorbei gebaut wurden und so weiter. Oder die Achterbahn wurde an den Häusern vorbeigebaut, ist ja egal. Ergibt ja immer den gleichen Sinn. Dann haben wir hier auch noch Häuser. Alter, da bin ich mal drauf gespannt. Diese Kurven fahre ich echt gerne. Da bin ich echt mal gespannt. Dann haben wir hier so eine kleine Terrasse, wo jede Menge Weinfässer gelagert sind. Wo der Mann dann öfters mal auf der Terrasse einfach mal nach dem Rechten sieht. Ne? Einfach mal öfters. Viel öfters. So, dann haben wir hier noch... Grün wurde auch sehr viel verarbeitet. Das sehe ich jetzt gerade hier besonders stark. Du siehst hier überall Grün in dem Gebirge. Dann Grün natürlich hier auf den Häusern. Das hat man nämlich in der Bahn gestern auch. Dann haben wir hier den First Drop, der sehr steil ist und sehr lang gezogen. Da nehmen wir aber sehr viel Geschwindigkeit auf. Da bin ich mal drauf gespannt. Und die Bahn gestern, ich mache mal so einen ganz kleinen Vergleich, weil ist derselbe Bauer. Die Bahn gestern fuhr unheimlich smooth. Also die war sehr, sehr sanft. Und ich bin mal gespannt, ob das hier auch wieder eingehalten wurde. Die Häuser sehen einfach phänomenal aus. Phänomenal, phänomenal. Und so weiter. Kennt ja vielleicht der ein oder andere das Lied. So, dann haben wir hier auch jede Menge Häuser übereinander gestapelt. Okay, das ist das erste Hochhaus in diesem Baustil, was mir richtig gut gefällt und was ich zum ersten Mal so sehe. Okay, wenn ich das zum ersten Mal sehe, muss es mir ja zum ersten Mal gut gefallen. Aber gut, es könnte natürlich auch schlecht aussehen, klar. Aber es sieht wirklich gut aus. Gefällt mir richtig gut. Hier hast du eine schöne Aussicht, obwohl hier gerade so ein Hebekran abgestürzt oder umgestürzt ist. Wahrscheinlich ist der Fels da weggebrochen, so wie das hier aussieht. Also kleine Geschichten sind auch noch hier drin versteckt. Okay, das mag ich. Und was haben wir hier? Für den Schnee, ne? Also wenn hier im Winter Schnee fällt, hast du ja meistens das Problem, dass von Schneedächern so ganze Lawinen runterkommen. Und hier wird vorgesorgt, das sind so Schneebremsen, heißen die. Ne? Der Schnee liegt dann hier drauf und damit die nicht runterfallen als ganze Schneelawine, bleiben die hier liegen bis zum Sommer, wenn das dann wegtaut und dann kommt das halt nur noch als Regenpfützen runter, dass ja nicht so schlimm ist. Außer du bist aus Zucker. Dann haben wir hier noch eine Brücke, wo die zwei Häuser miteinander verbunden sind. Hier ist ein Wohnhaus, hier ist eine Kneipe. Dann kann der Mann nämlich direkt instant in die Kneipe rein. Das ist sehr gut. Boah, sehr viele Häuser, ne? Und keins sieht aus wie das andere. Finde ich sehr geil. Das ist übrigens ein Wing Coaster. Steht hier auch in der Beschreibung drin. Dann haben wir hier nochmal ein paar Häuser. Welcome. You are welcome. Also du bist willkommen. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal so ein kleines Boot mit Grünzeug oben drauf. An Natur wird auf jeden Fall hier gedacht. Gefällt mir sehr gut. Boah, der ganze Teil gefällt mir sehr gut. Die ganze Insel hier. Inklusive dem Eingang. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich habe einen Stilbruch entdeckt. Ich habe einen Stil. Guck mal, hier ist lila und hier ist, was ist das? Lachs? Pink? Rosa? Eins von drei. Auf jeden Fall ist das kein lila. Das, okay, man kann es jetzt deklarieren als sehr helles lila, aber ich würde das eher als Lachs deklarieren. Der Stilbruch hier. Nennt man das dann abstrakte Kunst? Nein, abstrakte Kunst wäre wieder was anderes. So, das war übrigens ein Insider. Ne? Nur falls der ein oder andere mir jetzt versucht zu erklären, was abstrakte Kunst ist, wollte ich nur mal kurz erwähnen. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Und zwar fangen wir natürlich ordnungsgemäß hier vorne an. Das heißt, wir laufen nicht durch... Hier, so. Alter, das sieht ja mal richtig fett aus. Von oben habe ich erst noch so gedacht, ja, es wäre halt schön, so hier auch ein bisschen Grünzeug in die Decke oder so. Aber ganz ehrlich, Vorsicht, die läuft auch noch rum. Weißt du, die hätte mich glatt umgelaufen, eiskalt, ne? Aber ganz ehrlich, wenn du hier drin stehst, brauchst du gar kein Grünzeug. Das sieht so geil aus und vor allem, wenn du hier den Ausblick hast und hier ein Foto machst, mega. Mega. Und hier sind sogar lilafarbene Bänke und lilafarbene Mülleimer. Oh oh, das ist aber nicht lila.
So, wo müssen wir jetzt rum? Laufen wir den jetzt hinterher, die den Entengang versuchen, oder laufen? Ne, wir laufen einfach hier rum. Dann haben wir hier noch Shops. Okay, hier jede Menge Seile. Für die Leute, die auf dieser Insel wohnen, ne, damit die ihre Wäsche aufhängen können, ne, dafür sind die Seile hier. So, dann haben wir hier noch Treppen. Okay. Das ist Dark Hole. Und dann müssen wir hier rum. Haben die hier keine Toiletten? Weil die laufen hier alle in diesem Entenmarsch. Ich weiß nicht, haben die hier keine Toiletten? Boah, das ist auch fett. Wenn du hier stehst, ne, hier sind Glasscheiben drin. Gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus, damit du hier nicht runterfällst. Aber das ist ja auch fett. Wenn du hier läufst, geil. Krass. Okay. Und hier siehst du auch wieder die Achterbahn. Du siehst eigentlich von jedem Wegpunkt aus, siehst du die Achterbahn. Sehr nice. Hier auch wieder. Okay. Krass. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann müssen wir hier rum. Ich hoffe, die Fahrt überzeugt auch. So, und dann sind wir hier oben. Hier stehen wir auch wieder über der Achterbahn. Boah, geil. Gefällt mir wirklich, ich kann nicht oft genug sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich jetzt gerade wieder den Eingang hier suche. Oder hier diesen Ausblick. Hier ist das auch wieder mit diesem Eingang, ne? Mit diesem Eingangsweg. Boah, das finde ich so irritierend. So hypnosemäßig. Ja! Ich habe den Ausgang gefunden. Hier ist also der Ausgang. Warum stehen die denn jetzt? Ich guck mal kurz. Achso, da ist der Eingang. Entschuldigung! Hallo! Gute Leute! Hallo! Entschuldigung, ich hab eine Frage. Hallo! Ihr sollt da nicht twerken und tanzen. Ich hab eine Frage. Wie komme ich zu euch? Ich kann ja nicht hier runterspringen. Willi, Entschuldigung. Karl! Unhöflich, jetzt pack hier. Okay, ich würde jetzt sagen, das heißt, wir müssen dann hier rum. Hier ist der Ausgang. Und das heißt, wir müssten dann... Wir rennen mal ein bisschen, ne? Wir rennen jetzt einfach mal so ein bisschen. Rennen dann hier rum. Alter, der Ausgang ist aber sehr, sehr weit. Okay, und dann gehen wir einfach mal hier rum. Ich glaube, hier sind wir... falsch. Ich glaube, hier sind wir falsch. Stimmt, von hier sind wir gekommen. Ja. Aha, und da ist wieder das Hypnosehaus. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Ich hoffe, dass wir jetzt... Sehr verschlungene Wege, aber gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Und passt auch zum ganzen Stil. Hier auch das ganze Grün, das sieht sehr geil aus. Sehr nice. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier siehst du auch wieder die Achterbahn, so zwischen den Felsen. Aha. Oh. Da hat der Gärtner aber nicht schön gearbeitet. Der hat das Unkraut hier sprießen lassen, ne? Hier ist alles zugewuchert. So. Entschuldigung. Sie können ja nicht wegrennen. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie kommen wir zum... Entschuldigung. Wie kommen wir zum Eingang der Achterbahn? Wir können das Spiel jetzt stundenlang spielen. Ich habe Zeit. Ich habe sehr viel zu... komm. Tschö. Money. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich nicht rum. Ich hab mich verlaufen. Oder? Okay, hier ist... ja. Pass auf, Folgendes. Dann würde ich sagen... Laufen wir nochmal zum Eingang. Alter. Laufen wir nochmal zum Eingang. Und. Irgendjemand ist hier gerade am Bohren. Hier ging gerade ein Schlagschrauber. auch geil. Okay. Auf jeden Fall gehen wir dann mal hier rum. Und hier war der Eingang. Hier ist der Ausgang. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum und klettern über die Schienen. Ne, ich kläre das mal kurz mit dem Operator ab und fragen dann, ob wir über die Schienen klettern können, damit wir dann halt
mal mit der Bahn endlich fahren, weil ich möchte da schon gerne mitfahren. Hier auch dieser Sonnenschirm, dieser selbstgebaute, gefällt mir sehr gut. Mit einem Zahnrad, denke ich mal, wurde das gemacht. Hier auch wieder Obstkisten. Hier dann Bänke. Ja, gefällt mir schon sehr gut. Hier auch wieder der Blick, ne? Sensationell. Okay. Ist das tatsächlich... Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Wir brauchen ja gar nicht über die Schienen klettern. Danke für eure Hilfe, ne? Vielen Dank. Hat mir echt geholfen. Ich guck mal kurz, wo der Eingang gewesen wäre. Das will ich jetzt unbedingt wissen. Aha! Hier ist der Eingang, ne? Und dann so ein ganz kleiner... Guck mal, die versteckt sich hier hinter diesem Pfeiler, damit hier nicht genügend Leute da reinlaufen. Hier darfst du ein bisschen klettern und dann kannst du hier nämlich im Eingang. Also wir waren schon fast richtig. 50% hatten wir richtig, würde ich sagen. Ne? So, und dann sind wir da. Hier ist der Ausgang. Okay, und dann stellen wir uns natürlich... Wir drängen uns mal kurz vor. Ihr habt mir ja nicht geholfen. Ich dränge mich mal kurz vor. So, wir warten mal hier so ein bisschen. Und dann steigen wir mit ein. So, wir sind sogar in die richtige Achterbahn eingestiegen. Geil. Das Haus hat so ein bisschen Schräglage. Der schiefe Turm von Purple Fairy. Jetzt ist schon wieder jemand hier am Bohren. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hört. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall sehr laut gerade. Okay. Komisch. Muss das gleich mal überprüfen, ob man das in der Audio hört. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, passt. Hand weg. Ach, hey. Ach, hey. Ordentliche Geschwindigkeit, wie ich vermutet hatte. Sehr sanft. Schön knapp über die Elemente, aber nicht berühren. Jetzt mal ernsthaft. Hier sitzt einer auf der Achterbahn, ne? Und hält sich die ganze Zeit immer so die Hand davor. Ich habe noch nie auf einer Achterbahn gesessen und sagt, oh! Oh! Man kann Angst haben, gar keine Frage. Man hält sich dann am Bügel fest oder unten, ne? Aber ich habe noch nie die Hand davor getan und gesagt, oh! Da habe ich jetzt aber nicht mit gerechnet, dass die Achterbahn auf einmal schnell ist. Hm. So. Auf jeden Fall... Die Fahrt an sich war sensationell. Super geil, super smooth, super sanft. Dann gucken wir jetzt mal in den Nachtmodus. Und nachts, ganz ehrlich, Hammer, oder? Hammermäßig. Natürlich in lila gehalten. Hier auch hier und da zwar ein paar Warmweiß-Elemente, aber ansonsten hammermäßig. Und hier das Hypnosehaus. Aber dann gerade der Anfang von der Achterbahn. Was ist das denn hier? Das ist der Blitzer. Ne? Wenn die Leute hier auf der Insel zu schnell fahren, dann ist das hier der Blitzer und blitzt dann. Das ist der Dorffotograf. Aber es sieht super aus. Erinnert mich so ein klein bisschen ans Phantasialand bei Woostown, wo die Vogelhäuser an der Wand hängen. So ein klein bisschen erinnert mich das daran. Aber es sieht auf jeden Fall sensationell aus und gefällt mir richtig gut. So, gucken wir mal. Warte mal, war da ein grünes Licht? Tatsache, hier sind grüne Lichter. Krass. Okay. Sieht aber echt gut aus. Also gefällt mir echt gut. Ja, macht was her. So, wir fahren jetzt natürlich bei Nacht. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Achterbahn erwischen. Die jetzt gerade unterwegs ist. Warte, ich guck mal kurz, wo die jetzt ungefähr ist. Okay, da. Das heißt, wir warten mal kurz. Aber für die Statistik, Freunde, wir können mal ganz kurz gucken. Und zwar Spaß 7,2, Nervenkitzel 5,50, Übelkeit 1,46.
Fahrdauer 78,9 Sekunden, Streckenlänge 1205 Meter, Maximalgeschwindigkeit 116 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 55 km/h, tiefster Fall 44 Meter. Den Rest kannst du, wenn du möchtest, gerne auf Pause machen. Ansonsten fahren wir jetzt mit der Bahn. Die Bahn. Ach ja, auch die Station. Schön lila beleuchtet. Aha, aha. Hallo! Hallo! Ich fahr jetzt. Alleine. Ohne euch. Oh, geil, die Türen gehen auf, Türen gehen zu, Türen gehen auf, Türen gehen zu. Das hier ist auch customized, ne? Da unten, diese Holzbretter. Jetzt kommt wieder der Raum. Das ist der Raum. Da wurden sehr viele Zahnräder verbaut. Sehr viele. Sag gleich was. Fand das jetzt auch gar nicht schlimm, dass da grüne Elemente drin waren. Mit dem grünen Licht. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. War ein bisschen Abwechslung. Aber ich muss ja sagen, die Bahn oder beziehungsweise diese Insel ist auf einem ultra hohen Niveau. Also das ist schon sehr, sehr gut hier alles gemacht. Und bei Nacht, finde ich, steigert das sich sogar noch mal, obwohl das sehr unmöglich ist, weil das ist schon mit Weltklasse, diese Insel, hebt das noch mal ein kleines Stück hoch mit der ganzen Beleuchtung. Hammer. Also, ja gut, ich glaube, ich brauche keine Bewertung abgeben. Ne? Das ist Ich sag mal so 1,5 Sterne. Ja. Ja, ich würde 1,5 Sterne auf jeden Fall geben. Nein, um Gottes Willen. Wenn ich sage Weltklasse, dann ist er natürlich 5 Sterne. Also, ich gehe jetzt nochmal in den Tagmodus. Also, beide hammermäßig. Also, so viel Arbeit, so viel Details, so viel Verwuschtelheit. Das muss belohnt werden, natürlich mit 5 Sternen, meinerseits. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und oder hier oben auf ein i klicken. Da kannst du meiner Bewertung zustimmen oder ablehnen. Aber es gefällt mir echt sehr gut. Wirklich sehr gut. Und ich bereue tatsächlich nicht, zwei Bahnen hintereinander von demselben Erbauer präsentiert zu haben. Bereue ich gar nicht, echt nicht. Sieht mega aus. Also ganz ehrlich, mir fehlen teilweise die Worte dafür und ich bin echt begeistert davon. Also wirklich sehr gut. Sehr gut. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bedanke mich fürs Zuhören. Ja, siehst du mal, ich bedanke mich zweimal fürs Zuhören. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.